Moin Leute, ich begrüße euch wie immer zu meinem nächsten Fehlervideo und dieses Mal ist es Pokémon Smaragd. So ein Fehlervideo habe ich auch schon zu Pokémon Gelb und Pokémon Kristall gemacht, schaut euch diese sehr gerne nach dem Video auch an. Die dritte Gen ist meine persönliche Lieblingsgen und mit Pokémon Smaragd hatte ich in der Vergangenheit großen Spaß, ich liebe das Game einfach. Bei meinem damaligen Spielstand hatte ich damals 460 oder 560 Spielstunden und ca. 16 Pokémon eigenständig auf Level 100 trainiert. Es ist auf jeden Fall eines der Games, die ich in meinem Leben am meisten gezockt habe. Bevor wir beginnen, aber noch ganz kurz zu dem Thema Pingelig und meine Aussprache zu Pokémon. Unter dem Kristallvideo gab es ein paar Kommentare, dass ich es mit den Fehlern sprichwörtlich übertreibe und Fehler nehme, wo keine Fehler sind. Ja, bei einigen Sachen kann man wirklich sagen, das sind halt keine Fehler, aber es sind halt einfach trotzdem kleine minimale Fehler und sowas nehme ich trotzdem gerne mit ins Video rein. Die ganzen Fehler, die ich nehme, ob es jetzt ein wirklich großer Fehler ist oder einfach nur ein minimal kleiner, es dient ja einfach nur zur Unterhaltung. Der Titel des Videos heißt ja alle Fehler und da nehme ich halt auch einfach ganz kleine Sachen mit rein. Was auch ein paar Mal in den Kommentaren stand, das sind doch keine Fehler, das sind doch nur persönliche Ansichten. Bei ein paar Sachen kann ich das natürlich nachvollziehen, das sind halt wirklich ein paar persönliche Ansichten von mir, aber ich nehme das trotzdem gerne mit ins Video rein. Wem es gefällt, viel Spaß beim Schauen. Wen es halt nicht zusagt, muss das Video am Ende ja auch nicht schauen. Es bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber ich will diese Sachen trotzdem weiterhin in meinen Fehlervideos mit reinnehmen, aber ich versuche mich da in Zukunft ein bisschen zurückzuhalten und nicht wirklich jede minimale Sache mit reinzunehmen. Und nun zu meiner Aussprache von Pokémon, die halt einfach Pokémon ist und meiner Meinung nach richtig ist. Und manche schreiben ja in die Kommentare, dass ich Porkemon sage oder Puffgemon. Oder dass ich auch Porkemon sage. Oder was zum Beispiel auch einmal in den Kommentaren stand, dass ich Porkemon sage. Vielleicht ist es bei der einen oder anderen Stelle so, dass ich Pokémon nicht richtig ausspreche. Ich versuche in Zukunft darauf besser zu achten. So, das war's dann auch mit den zwei Sachen. Fangen wir doch mit dem Video endlich an. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen, Leute. Kommen wir als erstes zum Intro. Da rennt ein Voltenso sehr schnell und ich fahre mit dem Fahrrad auch nicht gerade langsam. Wie ist ein Flamly in der Lage, uns so gut hinterherzulaufen? Klar, es ist nicht langsam, aber dass es uns so gut folgen kann, schon etwas heftig. Sorry, dass du warten musstest. Nun ja, so lang ist das Intro jetzt auch nicht, dass ich Stunden bis zu dir gebraucht habe. Er stellt sich mit Birk vor. Wir müssen schon genau sein. Er heißt Professor Birk, weil er ist ja auch ein Pokémon-Professor wie Professor Eich und Professor Lind. Okay, danach sagt er auch, dass man ihn Professor Pokémon nennt, aber als Professor Birk stellt er sich trotzdem nicht vor. 386 Pokémon gab es ab der dritten Generation. Was heißt, 386 Likes beim Video wären sehr nett. Oder besser gesagt, ich würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben bei dem Video freuen. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch wie immer sehr nett und für die Leute, die noch nicht abonniert haben, jetzt ist der richtige Moment gekommen, es zu tun. In Smaragd trägt Maike die grüne Kleidung, passt auch zu Smaragd und im Anime hat sie die ja später auch getragen. In Rubin und Saphir hatte sie noch ihre rote Kleidung an, darum hätte ich es persönlich sogar besser gefunden, wenn man sich am Anfang entscheiden hätte können, welche man tragen will. Oder was auch gut gewesen wäre, wenn man zu Hause entscheiden könnte, ob man die rote oder die grüne Kleidung tragen will. Weil so startet Maike ja gerade erst ihre Reise und nun ja, ganz am Anfang ihrer Reise hat sie ja nun mal halt auch die rote Kleidung getragen, so was ja im Anime der Fall. Wir sind hier nach Wurzelheim gezogen, aber wozu überhaupt der Umzug? Wir sind doch eh sehr schnell wieder weg, da hätten wir doch hier gleich von Anfang an wohnen können. Aber mal ernsthaft, wie ist der Umzugswagen hier überhaupt durchgekommen? Da ist doch gar kein Platz, noch gibt es da überhaupt eine Straße. Durch den Umzug bekomme ich mein eigenes Zimmer. Ist das so besonders, dass man das hier erwähnen muss? Weil ein eigenes Zimmer sollte ein Kind schon haben. Im Gegensatz zu Rubin und Saphir helfen hier nicht Marshock, sondern Muntier beim Umzug. Fand ich schon immer etwas komisch, weil Marshock ist doch für so einen Job viel besser geeignet. Es ist halt ein Kraftpaket und Muntier ist schon ein sehr wildes Pokémon. Stellt euch vor, ist es mal etwas zu wild und es lässt den Umzugskarton fallen und in diesem ist das ganze Geschirr oder anderes Glas. Ich kann natürlich verstehen, dass sie für Smaragd was anderes machen wollten, aber was persönlich meiner Meinung nach besser gepasst hätte, wenn es Macholo, Marshock und Machomai gewesen wären. Wie geht das eigentlich? Die Muntier waren gerade noch bei der Arbeit und die Kartons lagen noch überall rum, aber kaum habe ich meine Uhr eingestellt, was keine Minute gedauert hat, sind sie schon fertig. Unser Vater ist im Fernsehen und wir wollen uns das anschauen und genau da endet die Sendung. Na was für ein Zufall, mal wieder. Tatsächlich dachte ich erst, es gibt nur den lila Nintendo GameCube, da ich halt nachgeschaut habe, aber es gibt tatsächlich auch einen orangenen. Was für ein Plot-Twist. Aber es steht da, dass ein Game Boy Advance angeschlossen ist und als Controller dient. Also für mich sieht es so aus, als wäre ein ganz normaler Controller angeschlossen. Wie ein Game Boy Advance sieht das jetzt für mich nicht wirklich aus. Im Gegensatz zu Kristall kann man die Spüle oder den Kühlschrank nicht anklicken, um das eine kleine Extra
Textbox kommt. Wie zum Beispiel, dass Limonade im Kühlschrank ist oder die Spüle blitzblank geputzt ist. Ist jetzt natürlich nur eine ganz Kleinigkeit, aber ich wollte das trotzdem erwähnen. Wurzelheim, ein Ort, wie es ihn nur einmal gibt. Ist doch klar, wieso sollte es zweimal Wurzelheim auf der Welt geben? Aber so ist es eine Lüge. Alabastia ist genau gleich aufgebaut. Mein Haus neben den Rivalen und darunter das Labor vom Professor. Nur hier kann ich nicht nach unten surfen. Oh, du bist Maike, unser neuer Nachbar. Falsch, ich bin Maike, eure neue Nachbarin. Das hier ist Professor Birks Frau und er hat zwei Kinder. Eines davon ist unser Rivale, aber im Anime hatte er keine Kinder, noch eine Frau gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Was für ein großer Zufall, dass das Zimmer von unserem Rivalen 1:1 genau gleich eingerichtet ist wie mein Zimmer. Alles ist am selben Platz, außer der Nintendo GameCube ist lila. Ein bisschen anders hätten die Zimmer ruhig schon eingerichtet sein können. Einfach zum Beispiel, dass die Möbel einfach an anderen Stellen stehen. Das fand ich aber immer sehr, sehr komisch. Er sagt, er muss seinen Vater noch dabei helfen, ein paar Pokémon zu fangen. Geht er dabei wieder die Treppe runter? Nein, er setzt sich an seinen PC. Wo genau soll das jetzt dabei helfen, ein paar Pokémon zu fangen? Ein Tag-Nacht-Zyklus gibt es hier leider auch nicht mehr. Das ist schon ein Downgrade. Und es ist halt sehr schade, dass sie nicht mal im Pokémon Smaragd daran gedacht haben, das hinzuzufügen. Es ist wieder nur der Anfang und ich bin wieder ein weiteres Mal erstaunt, wie viel ich einfach am Anfang gefunden habe. In Smaragd ist es ja so, dass ein Zigzags Professor Birk jagt. In Rubin und Saphir war es aber ein Pfiffchen, das ihn gejagt hat und so war es auch im Anime. Sie wollten hier etwas Neues bringen, so wie mit den Mundtiers, aber sie hätten meiner Meinung nach lieber bei der Anime-Version bleiben sollen. Das hätte einfach besser gepasst, finde ich. Bei dem, was Professor Birk und Zigzags da machen, da kann man es auch ein ganz klein wenig falsch verstehen. Wie kann ein Flamli eigentlich Kratzer einsetzen? Das hat doch eigentlich nicht mal Arme, oder? Aber gut, Dickda und Dicktri können auch Kratzer und sogar Schlitzer einsetzen. Aus dem hohen Gras ist Zigzags gekommen, aber so kommt es nie wieder vor, dass ein Pokémon aus dem hohen Gras kommt und dann auf der Overworld zu sehen ist. Dein Vater hat mir viel von dir erzählt. Aber mein Vater hat mir von dir noch nie etwas erzählt, weil sonst müsste ich dich ja eigentlich kennen, Professor Birk. Willst du deinem Starter einen Kosenamen geben? Wieso sagt er nicht einfach, willst du deinem Starter einen Spitznamen geben? Das klingt doch, finde ich, einfach auch wieder besser. Nein, Professor Birk, ich wäre kein guter Trainer, sondern eine gute Trainerin. Okay, ich glaube, der Witz wird auch langsam alt, oder? Wie in Gen 2 gibt es eine Person, die gerade ihr Spiel speichert und eine Pause einlegt. Aber komm, schon nach fast 20 Jahren kannst du doch auch mal weiterspielen. Aber sie sagt ja, sie speichert gerade ihr Spiel. Da müsst ihr doch mal klar werden, wenn es so lange speichert, dass das Spiel doch eigentlich hängen geblieben ist. Wenn meine Pokémon stärker geworden sind, kann ich auch andere Orte bereisen. Zum Teil stimmt es, aber es kommt doch auf die Orden an, weil ohne komme ich in der Story nicht weiter und kann auch keine VM-Attacken außerhalb des Kampfes einsetzen. Zwei kleine Beispiele, nach Malvenfroh City muss ich ja den Zertrümmerer einsetzen und Surfer muss man ja so oder so einsetzen. Wie in Gen 2 kann man am Anfang noch keine Pokémon tauschen, aber gut, das dauert ja nicht so lange, bis man es kann. Der Verkäufer sagt, es sei alles ausverkauft. Wenn man sich die Regale anschaut, ist doch noch alles voll. Damit sind aber natürlich die Pokébälle gemeint. Warum man die nicht einfach gleich zu Beginn an zur Verfügung hat, ich werde es nie verstehen. Es dient natürlich dazu, dass man uns zeigt, wie man Pokémon fängt, aber in Gen 3 ist das halt überhaupt gar nicht der Fall, dass man das uns zeigt. Eine Person, die uns da nicht lang lässt, damit wir auch ja nicht weitergehen. Und zu den Fußabdrücken, die er für ein seltenes Pokémon hält, sehe ich nicht. Nicht einen kleinen Pixel. Mein Pokémon ist müde. Ich hätte einen Trank mitnehmen sollen. Der wäre Verschwendung, weil du keine 30 Schritte zum Pokémon Center brauchst. Prix hilft sein Vater bei der Pokémon-Forschung und ist nicht seit gestern ein Trainer. Daher natürlich auch länger ein Trainer als wir. Müsste sein Starter denn nicht zumindest Level 6 oder Level 7 haben? Das wäre dann halt schon logischer gewesen. Unser Rivale sagt, er geht zurück. Dann treffen wir ihn hier nochmal und er sagt, er geht zurück. Reicht doch, wenn du es einmal sagst. Das muss nicht zweimal sein. Du hast Professor Birk gerettet? Nein, ich bin ehrlich. Mein Pokémon hat ihn gerettet. Aber etwas Ruhm nehme ich auch gerne dankend an. Hier sagt Professor Birk es nochmal genau, dass sein Sohn ihm halt wirklich schon länger hilft. Das heißt, er müsste auch schon seinen Starter eine Weile haben. Da macht Level 5, finde ich, nicht wirklich Sinn. Was er zusätzlich auch noch sagt, Prix besitzt eine respektable Geschichte als Trainer. Sein Level 5 Pokémon macht immer weniger Sinn. Oder ist es wie in Pokémon Karmesin und Purpur mit Nemila, die nicht ihr richtiges Team eingesetzt hat? Nein, es wird nie von Prix auch nur in ein Wort erwähnt, dass er ein richtiges Pokémon-Team hat. Als wir den Pokédex erhalten, ist es ein wenig schade, dass Professor Birk nicht sagt, dass Professor Eich aus Kanto diesen erfunden hat. Wäre eine nette Anspielung gewesen. Unzählige Pokémon erwarten dich bereits. Na, erzähl das mal den Wander-Pokémon, die gleich
gleich sofort flüchten. Meine Mutter sagt, ich habe ein hübsches Pokémon. Wie will sie das wissen? Es ist doch noch in seinem Pokéball. Aber schön zu sehen, dass der Running Gag aus Gen 2 hier fortgeführt wird. Das freut mich doch. Du siehst gut aus mit deinem Pokémon. Tja, es ist immer noch in seinem Pokéball. Du kannst es eigentlich nicht sehen. Lauf, schnapp sie dir alle, Schatz. Auch hier kann ich wieder nicht alle kriegen, da man welche tauschen muss, da man die einen nur in Pokémon Rubin und die andere nur in Pokémon Saphir bekommen kann. Aber da ich ja nicht zu sehr wieder meckern will, sage ich einfach Danke, Mami. Der Kerl, der uns nicht durchlassen wollte wegen ein paar Fußspuren, waren seine eigenen. Der ist echt nicht der hellste, aber echt mal. Bei Gen 1 und auch 2 war es so, wenn man sich die Ohren anschaut, sah man die Arenaleiter in kleinen Bildchen. Bei Gen 3 ist das leider nicht mehr der Fall, daher leider ein kleines Downgrade. Da der Running Gag natürlich weitergehen soll, ich kann zu einem Kampf nicht Ja oder Nein sagen. Der erste Trainer nach unserem Rivalen hat einen Pfiffchen Level 5. Der hätte ruhig schon auf Level 6 sein können. Man selbst fängt ja Level 5 an und bis man zu ihm kommt, hat man ja schon ein paar Kämpfe hinter sich. Du hättest mir vorher sagen sollen, dass du so stark bist. Nun ja, selbst schuld, wenn du mich den Kampf nicht ablehnen lässt. In Gen 2 hat Feurige Level 12 erst Glut erlernt und Flamely schon auf Level 10. Aber es bleibt weiter so, dass es bei den neuesten Games so ist, dass sie so einen Attacker schon auf Level 5 haben. Finde ich das jetzt schlimm, dass es bei den älteren Gens erst später erlernen? Nein, aber erwähnen wollte ich es trotzdem einfach mal. Normales Gras kann schon hoch sein, aber dass ein normales Gras so hoch ist, dass ein kleines Kind versinkt, nun ja, das ist schon ein bisschen sehr hoch. In Gen 3 waren die Bärenbüsche ganz neu mit Sinelbeeren und so weiter, aber wenn man eine pflückt, muss man doch nicht gleich alles rausreißen. Es wächst doch nach. Macht diese Person sich gerade an ein 10-jähriges Kind ran? Polizei? Ach ja, da war ja was. Sie sind ja in Pokémon Games komplett nutzlos. Mein Flamely ist gegenüber den Pflanzen- und den Käfertypen Vorteil. Aber was mit den Stahltypen? Den gibt's doch auch noch. Und nebenbei, den Eistypen gibt's doch auch noch. Aber es ist schwach gegenüber Wasser-Pokémon. Da fehlen doch noch ein paar Typen wie Gestein und Boden. Wenn du mir schon Tipps gibst, dann bitte auch alles. Und nicht nur die Hälfte, ja? Es ist doch schon seit Gen 1 bekannt, dass Bill das Lagerungssystem erfunden hat. Wieso weiß er das nicht? Liebe ist der Schlüssel, damit Pokémon stärker werden. Das stimmt schon, aber das ist eher wichtig für Pokémon, die sich mit Zuneigung entwickeln, wie zum Beispiel Togepi. So braucht mein Pokémon nur Erfahrungspunkte, ohne das halt kein Level up. Setze Schutz ein hältes Pokémon fern. Das stimmt leider nur so halb. Wenn mein Pokémon an der Spitze als Beispiel Level 10 ist und die auf der Route Level 15 oder so sind, bringt der Schutz halt nämlich gar nichts. Dann kommen die Pokémon trotzdem. Der Kerl bringt mich zur Arena, damit ich auch ja nicht weitergehe und die Story mache. Muss so etwas immer sein? Leider ja, natürlich. Ich habe doch gerade erst angefangen, Dude. Das ist die 5. Arena und nicht die 1. Unser Vater fragt uns, ob wir den Umzug geschafft haben. Das heißt also, er hat seiner Familie kein Stück geholfen. Wie nett auch. Ich bin überrascht, dass du ganz alleine hierher gefunden hast. Also so weit ist der Weg jetzt auch nicht und verlaufen ist nicht wirklich möglich. Unser Vater leiht Heiko eines seiner Pokémon, aber wie kann es sein, dass er als 5. Arenaleiter nicht mal ein Pokémon Level 10 hat? Maike, kommst du wirklich mit mir? Habe ich etwas gesagt? Nein. Habe ich zu deiner Frage irgendwas gesagt? Nein. Wieso kann das Zigzax eigentlich nur Tackle? Mit Level 7 müsste es doch eigentlich noch Heuler und Rutenschlag beherrschen. Wenn ein Pokémon vergiftet ist, brennt oder schläft, kann man es leichter fangen. Und was ist mit Paralyse? Ist die ab Gen 3 etwa gar nichts mehr wert? Wie können meine Spuren im Sand so schnell verschwinden? Ist etwa so unnormal starker Wind, dass sie gleich wieder verdeckt werden? Pokémon haben schon Kräfte, besonders die legendären, aber magische Kräfte, das weicht dann doch schon etwas vom Thema. Ihr Kampfsprite hat, wie man sieht, blonde Haare, aber auf der Overworld sind sie braun. Das wurde auch wieder nicht so gut angepasst. Klar, ein Erwachsener versteckt sich immer, wenn er Angst hat, hinter einem 10-jährigen kleinen Kind. Wenn ich Kämpfe vermeiden will, sollte ich mich vom hohen Gras fernhalten. Das stimmt, da hat er nicht Unrecht. Aber ich muss da links lang und da muss ich durch das hohe Gras gehen, ob ich will oder nicht. Wenn du ein Käfer-Pokémon mit zur Schule bringst, bist du sofort beliebt. Na, erzähl das mal den Mädchen, die Käfer-Pokémon nicht so unbedingt mögen. Wie das reiche Mädchen hat der Kampfsprite vom Schnösel im Kampf blonde Haare, aber außerhalb braune. Warum wurde das nicht richtig angepasst? Manche Dinge kann man für Geld nicht kaufen. Das sind Pokémon. Doch, in Gen 1 und 2 geht das. Geld gegen Münzen tauschen und die Münzen kann man dann gegen ein Pokémon tauschen. Also das ist halt echt gelogen, was der sagt. Die Pfützen zeigen, es hat vor kurzem geregnet, aber seit ich das Spiel begonnen habe, hat es nicht einmal geregnet. Und egal
wie viel Zeit vergeht und es einfach nicht regnet, die Pfützen verschwinden nie. Von dem erhalten wir die VM, zerschneide aber dies wie in Gen 2 Blitz schon fast irrelevant. Zerschneider brauchen wir halt für keine wichtige Stelle. Selbst wenn man Zerschneider nicht erhält, kommt man locker durch das ganze Spiel durch. Ich habe den Arenaleiter herausgefordert, aber in dieser Stadt lebt eine Arenaleiterin und kein Arenaleiter. Von diesem Kind wird sie auch als Arenaleiterin bezeichnet. Entscheidet euch doch bitte mal. Der will sein Samurzel gegen einen Trassler tauschen und genau so einen Tausch fand ich schon immer Quatsch. Ihr fragt warum, ich zeige es euch. Hier kann man alles Samurzel fangen und ich finde, man sollte Pokémon tauschen, die man im Spiel nicht bekommen kann. Das wäre doch so viel sinnvoller. Klar, getauschte Pokémon sind für die ID-Nummern gut, für die Lotterie, aber mal ernsthaft, wen juckt die schon großartig? Auf diesem Schild wurde ein X in roter Farbe gemalt. Seht ihr das X? Also, ich sehe es nicht. Ich sehe da zwar etwas Rotes, aber das ist kein X. Auf Level 16 will Flamly Schnabel erlernen. Das ist schon etwas spät, muss ich sagen. So etwas sollte es unter Level 10 erlernen, meiner Meinung nach. Käfer-Pokémon entwickeln sich schnell, also auf Raupi, Hornlio und Wampel trifft das schon zu. Aber Weberak entwickelt sich auf Level 22, Tanzer erst auf 31, Gehweier auf Level 22, Nincada auf 20 und Anorith erst auf Level 40. Wo ist Level 40 jetzt bitte schnell? Sag es mir, ich will es wissen. Wir werden dich hart, rannehmen. Da muss ich ja wohl nicht sagen, dass man das komplett falsch verstehen kann. Nein, besser gesagt, man kann es einfach nur falsch verstehen. Das war aber kein fairer Wettbewerb. Das ist auch ein Pokémon-Kampf und kein Pokémon-Wettbewerb. Die veranstaltet man wo ganz anders. Auf Gestein-Pokémon sind aber auch noch Kampfattacken effektiv, lieber Helfer. Und bei Felicias Pokémon auch noch Boden- und Eisattacken. Wieder einmal gibt uns die Person, die uns Tipps geben soll, nur die Hälfte an Tipps. Muss ich dich extra bezahlen, dass du mir alles sagst? Unterschätzt die Arena-Trainer nicht. Ich zeig dir, warum wir die Besten sind. Erstens, ihr seid die Arena-Trainer von der ersten Arena. Zweitens, es gibt noch die Top 4 und den Champ. Felicias Pokémon sind zwei Kleinsteins und ein Nasknet. Diese hat sie auch im Anime, aber im Anime hat sie nur einen Kleinstein. Darum hätte man das zweite vielleicht durch einen Sandern oder vielleicht Onix ersetzen können. Im Rückkampf hat sie ja später auch ein Onix. Da hätte das sogar echt gut gepasst. Du willst gegen uns antreten? Wieso uns? Du stehst da ganz allein. Deine anderen Kollegen sind nicht hier. Wie in Pokémon Gelb wird das Wort Kielholen hier erwähnt. Jüngere zocken auch das Game und da sollten sie lieber nicht nachschauen, was genau das ist. Am Anfang hat man es ja mit Team Aqua zu tun, aber ich hätte es besser gefunden, wenn man es zuerst mit Team Magma zu tun hätte. Einfach aus dem Grund, ich mag Team Magma lieber. Das hier ist wieder der Schnöseltrainer-Sprite, aber außerhalb des Kampfes sieht er so aus. Beim letzten Mal sah er außerhalb des Kampfes noch ganz anders aus. Ich habe es zwar schon gesagt, aber das hätte schon etwas besser angepasst werden müssen. Wir haben die gestohlene Ware zurückgebracht und kriegen wieder einen Superball als Dank. Ich bin zwar erst 10 Jahre alt, aber etwas mehr kannst du mir doch schon geben. Zumindest 5 Superbälle wären doch möglich gewesen. Das hier ist Mr. Trump, der Präsident der Devon Corporation. Erstmal, wieso steht er auf dem Sofa? Du kannst dich ruhig hinsetzen. Die andere Sache ist, jeder, der den Anime gesehen hat, und dazu gehöre ich auch, weiß, wie er eigentlich wirklich aussieht. Wie ihr am eingeblendeten Bild sehen könnt, sieht er komplett anders aus als die kleine Sprite-Figur. Schade, dass es nicht mal für Smaragd angepasst wurde, weil als die erschien ist, gab es doch bestimmt schon die Anime-Folge, wo er vorgekommen ist. Von ihm erhält man auch den Pokénarf. Eigentlich erhält man diesen von der Mutter. Naja, zumindest im Anime ist es so. Okay, eigentlich erhält ihn Maikes kleiner Bruder Max. Moment, warte, wo ist er eigentlich? Naja, egal, der war eh absolut nervig. Ich liebe die Gen 3 Folgen, aber Max, der war einfach grauenhaft. Der hat wirklich nur genervt, der Kleine. Sie wollen ein Gerät entwickeln, mit dem sie mit Pokémon reden können. Naja, selbst bis heutzutage gibt es so ein Gerät leider immer noch nicht. Wäre aber echt mal was Neues, wenn es sowas in den Games mal irgendwann geben würde. Der arbeitet an etwas, womit man Fossilien wieder zum Leben erwecken kann, aber das gab's doch schon in der ersten Generation. Und von der Zeit her spielt die dritte Gen ja auch nach der zweiten, die wiederum ja 3 Jahre nach der ersten spielt. Das ergibt gar keinen Sinn, dass er sowas noch erfinden hier will. Woher hat unser Rivale eigentlich seinen Schneckmark her? Das kann man hier am Anfang doch noch überhaupt gar nicht fangen. Das geht ja erst nach dem dritten Orden, beim feurigen Pfad. Der Pokénarf hat die gleiche Funktion
Generation wieder Poke kommen in der zweiten Gen. Man kriegt die Nummern und kann gegen Trainer Rematches haben. Das fand ich nice, aber zum anderen Teil leider auch etwas doof. Weil es gibt jetzt Trainer, die haben nicht so die interessanten Pokémon, von denen kriegen wir die Nummer, aber dann gibt es richtig interessante Trainer und von denen kriegen wir dann wiederum nicht die Nummer. Ihr versteht sicher, wie ich das meine. Ich finde, man sollte wirklich von allen Trainern die Nummer kriegen. Klar, das wären etwas viele Nummern, aber besser, als wenn es nur die Hälfte wäre und nur die uninteressanten Trainer. Kennt ihr das? Ihr kriegt einen Anruf und das Boot hält an? Nein? Kennt ihr nicht? Hier seht ihr es. Aber woher hat unser Vater eigentlich die Nummer von unserem Porkenav? Wir haben ihn doch gerade erst ganz neu bekommen. Faustauhafen, eine schöne kleine Insel mit einem Pokémon-Center, aber keinem Pokémon-Markt. Der wird echt oft vergessen. Wieso beginnt hier eigentlich schon Route 107? Das hätte für die paar Schritte doch ruhig noch Faustauhafen bleiben können. Der Arena-Helfer sagt, dass normal gegen Kampf-Pokémon im Nachteil sind. Das stimmt, aber was effektiv ist, sagt er nicht. Wie kann die Arena Trainerin noch nie das Gesicht von Camillo gesehen haben? Der muss die Arena doch auch mal verlassen. Wenn ihr nach Hause geht und dann zurück zur Arena für die Arbeit, dann müsst ihr euch doch mal begegnet sein. Oder wenn ihr von der Arena nach Hause geht. Selbst wenn ich eine Niederlage erleiden würde, müsste ich euch nicht nochmal besiegen, da ihr besiegt bleibt. Die Macht bestimmt alles. Sind wir jetzt hier bei Star Wars? Um ehrlich zu sein, habe ich da nichts gegen. Ich liebe Star Wars, aber bei Pokémon sind wir hier trotzdem noch. Camillo hat die Willenstrudel hier gemeistert. Gesehen habe ich hier aber noch nie welche. Schon die VM-Attacke Whirlpool gibt es hier auch nicht mehr. Die Attacke gibt es zwar noch, aber die VM-Attacke gibt es hier halt nicht mehr, weil die keinen Nutzen mehr hat. Bei Camillos Team sehe ich jetzt keinen wirklichen Fehler, nur dass er halt Mediti nicht im Anime hatte, aber sonst passt eigentlich alles. Ist jetzt nur eine kleine Sache, aber nachdem man Camillo besiegt hat, geht das ganze Licht der Arena an. Das hätte doch schon ruhig angehen können, nachdem man den letzten Arena-Trainer besiegt hat. Hey du, hier ist es schrecklich dunkel. Nein, hier ist es hell. Erst im nächsten Raum ist es dunkel. Das fand ich leider immer etwas doof. Wenn man hier Blitz einsetzt, dass nicht alles hell wird. In Gen 1 und 2 war es doch auch so. Troy sammelt hier seltene Steine. Damit sind Steine wie Feuersteine gemeint. Einfach nach Kanto reisen, da verkaufen sie die. Naja, zumindest in Gen 1. Aber die Steine selbst suchen macht ja auch Spaß und darum geht es ihm wohl. Wieso müssen wir Troy eigentlich einen Brief bringen? Er hat doch einen Pokénav. Wieso ist da nicht sein Vater eingetragen? Troy stand hier einfach nur rum, aber kaum sind wir mit dem Gespräch fertig, hat das auf einmal sehr eilig. Mag er mich etwa so wenig? Nebenbei, wie passen wir beide eigentlich überhaupt in das Boot? Wir beide sind doch schon fast so groß wie das. Ja, das Boot hätten sie schon ein klein wenig größer machen können. Felicia ruft uns an und sagt, dass sie ihre Arena wieder aufbaut und dann gegen uns kämpfen wieder will. Aber bis es zu diesem Kampf kommt, dauert es leider echt ewig. Also zumindest bei mir hat es immer ewig gedauert, bis er einen Rückkampf wollte und genauso auch die anderen Arena-Leiter. Einige waren nicht mal bereit für einen Rückkampf, selbst nach der Top 4. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Oder wollen die echt erst so spät einen Rückkampf haben, wo sie dann schon halt längst keine Herausforderung mehr sind? Ach ja, und so ganz nebenbei, woher hat Felicia auf einmal meine Pokénav-Nummer? Hier kriegen wir den EP-Teile echt früh. Wenn ich da so an die erste Gen denke, da hat man den erst gekriegt, wenn man 50 Pokémon gefangen hat. Warum ich hier das aber erwähne, obwohl es kein Fehler ist? Nun ja, das hatte ich leider vergessen im Pokémon-Gelb-Video zu erwähnen, aber ich reiche es hiermit so gesehen nach. Wir brauchen ganz lange, um unsere Sandburg zu bauen. Ihr habt doch noch nicht einmal angefangen. Ich sehe keine Sandburg. So ein Sonnenschirm sieht doch aus wie eine riesige Blume, findest du nicht? Ich finde eher, es sieht aus wie ein riesiger Pilz. Auf Azure ist Doppelkick effektiv, da es von Typ Normal ist. Das habe ich nie verstanden, warum es vom Typ Normal ist und nicht Wasser. Ich meine, Pichu, Magby oder Elekid sind ja auch nicht von Typ Normal, nur weil es Baby-Pokémon sind. Wenn mein Pokémon doch nur wüsste, wie es mich über Wasser tragen kann, dann wäre ich den ollen Schwimmreifen los. Also Meryl kann Surfer erlernen und Azure tatsächlich auch. Ich habe extra nachgeschaut. Wie auch schon im Pokémon Gelb und Kristall-Video gesagt, KP Plus und Co. sind völlig realitätsfern, einfach überteuert. Den Namen von getauschten Pokémon kann man nicht ändern. Wie im Kristallvideo schon gesagt, ich finde das echt so blöd. Das sieht schon echt komisch aus, wie ich ganz normal über das Sofa gehen kann, als wäre es ein normaler Boden. Die Pokémon-Wettbewerbsgebäude wurden alle durch Kampfcamps ersetzt. Jetzt kann man halt nur noch in Seekrassel City Pokémon-Wettbewerbe machen. Da ich die Wettbewerbe immer gern gemacht habe, finde ich das halt schade. Jetzt muss man halt viel weiter im Game sein, um die überhaupt
machen zu können. Hätten sie die Kampfcamps nicht einfach als neues Gebäude hinzufügen können und die Wettbewerbsgebäude nicht einfach so lassen können, wie sie sind? Hat mich halt damals leider sehr gestört, da ich halt die Wettbewerbe, wie gesagt, sehr gerne gemacht habe. Der Aquaboss Adrian kommt rein und sagt, ihr lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen? Wie kann er das wissen, dass ich die besiegt habe? Er ist doch gerade erst reingekommen. Scott, wir sehen uns nicht zum ersten Mal. Langsam müsstest du dir doch mein Gesicht mal gemerkt haben oder siehst du durch die Sonnenbrille echt gar nichts. Der Gitarrist Sprite, aber außerhalb des Kampfes sieht man seine Gitarre überhaupt gar nicht. Boah, wie kannst du nur in so etwas Kleines hineinpassen? Was genau meint er damit? Etwa, dass Pokémon in Pokebälle reinpassen oder was genau meint er? Der Sprite vom Karate-Kerl hat eine rote Stirnband, aber außerhalb des Kampfes hat er auf einmal ein weißes. Ihr Sprite hat im Kampf kürzere Haare und sie hat ein rosa Oberteil an, aber außerhalb des Kampfes hat sie ein grünes an. Bei den beiden Zwillingen ist es so, dass beide blaue Haare haben und außerhalb des Kampfes sind es braune. Bei Imi hat er im Kampf sein Kind dabei und hat ein braunes Oberteil an, aber außerhalb des Kampfes hat er ein rotes und sein Kind ist auf einmal verschwunden. Der Rätselmeister verschwindet wie Siegfried und Blau in der zweiten Gen, aber müsste er mit seinem Kopf nicht die Decke küssen und eine fette Beule danach haben? Sie fragt sich, wer der Rätselmeister ist, aber sie ist doch in einem seiner Räume drinne. Die müsste es doch eigentlich wissen. Er hat die ganze Nacht gebraucht, um die Bäume zu pflanzen. Nun ja, die standen eigentlich nur auf dem Boden, was halt nicht wirklich möglich ist und die brauchen länger als eine Nacht zum Wachsen. Putz dir dein selbstgefälliges Grinsen von der Backe. Meine kleine süße Pixelfigur hat doch aber nicht mal einen Mund. Der sagt, dass er hier im Gras einige coole Pokémon gefunden hat, aber eines davon ist Stolunio. Das gibt es hier nicht, das gibt es in der Höhle von Faustauhafen. Unser Rivale sagt nach seiner Niederlage, du hast trainiert, ohne dass ich davon etwas mitbekommen habe. Ja, soll ich etwa auf demselben Level sein wie bei unserem zweiten Kampf? Natürlich bin ich stärker geworden. Wie können die beide sich so bewegen, ohne eine Wand vor sich zu haben? Ich kann das nicht. Ist zwar jetzt null nützlich, aber trotzdem schon unfair. Bei dem seinem Sprite wird gezeigt, dass er 6 Pokébälle hat. Heißt also 6 Pokémon, aber so viele einsetzen tut er nicht. Ach, seine Haare sind auch dunkelblau, aber nach dem Kampf sind sie komplett schwarz. Bei Voltoball seinen Sprite sieht man unter ihm seinen Schatten. Das sieht halt aus, als würde schweben. Dabei kann Voltoball das nicht. Es rollt halt auf dem Boden. Die ist vom Radweg gefallen. Müsste sich nicht zumindest etwas gebrochen haben? Wenn dein Pokémon verletzt ist, musst du es gesund pflegen. Sag doch einfach, bring dein verletztes Pokémon in ein Pokémon-Center. Im Gegensatz zu Gen 2 ist Zertrümmerer hier eine VM-Attacke, aber als TM hätte ich es besser gefunden, weil so hätte man die Attacke einfach wieder verlernen lassen können und müsste nicht extra zum Attackenverlerner gehen. Ist jetzt kein Fehler, sondern mal eine Frage. Welches Fahrrad habt ihr eigentlich immer genommen? Das Allrad oder das Kunstrad? Bei mir war es halt immer das Allrad, weil man damit halt einfach viel schneller ist. Heiko und sein Trassler Level 16. Aber wie hat er das überhaupt auf Level 16 bekommen, wenn es sein einziges Pokémon ist? Mit Level 5 hat er es gefangen. Dabei gibt es das auf Route 102 nur auf Level 4. Aber selbst auf Level 5 hat es nur die Attacke Heuler. Erst auf Level 6 erlernt es die Attacke Konfusion. Hat er so sehr auf die Attacke Verzweifler gesetzt oder hat er ein Sonderbonbon dabei? Er hat ein gelbes T-Shirt an. Doch nach dem Kampf ist es auf einmal ein weißes. Wie in Gen 1 und 2, wenn man ein Pokémon in der Pension abgibt, erlernt es eine neue Attacke und eine alte wird verlernt. Schade, dass man nicht die Nummern austauscht mit dem Pokénav und die dann immerhin anrufen, wenn ein Pokémon eine neue Attacke erlernen will. Das wäre so viel besser gewesen. Habe ich auch schon im Pokémon Kristall Video erwähnt mit dem Pokécom. Es wäre doch echt so viel besser gewesen, wenn die einen anrufen, wenn ein Pokémon eine neue Attacke erlernen will. In Gen 2 wurde halt der Pokécom eingefügt und in Gen 3 der Pokénav und gerade so eine Funktion fügen die nicht hinzu, ist es halt für mich ein sehr, sehr großer Fehler. Bei den beiden sieht man ja eindeutig, dass sie verschieden aussehen, aber nach dem Kampf haben sie denselben Sprite und die eine hatte auch noch braune Haare gehabt. Bei ihm sieht man ja eindeutig, dass er eine Sonnenbrille aufhat. Ihr könnt es euch schon denken, nach dem Kampf hat sein Sprite keine mehr auf. Ihr Kampfsprite sieht so aus, aber nach dem Kampf ist es ein komplett anderer. Nichts passt mehr wirklich zusammen. Heiko hat von seinem Onkel ein Pokénav gekriegt und ruft uns an und wir tragen uns gegenseitig ein. Aber jetzt ist die große Frage, woher hat er unsere Nummer her? Ach, von dem Käferfreak sein Sprite im Kampf sieht er so aus, aber nach dem Kampf sieht er so aus. Auch wieder
komplett anders. Ich habe es zwar schon gesagt, aber das wurde bei so vielen Sprites einfach nicht wirklich richtig angepasst. Damals habe ich nie wirklich darauf geachtet, aber durch das Video fällt mir erst auf, wie krass das einfach war. Nun aber ein letztes Mal fürs Video, weil sonst wird es echt zu eintönig. Die hat im Kampf blaue Haare, aber außerhalb des Kampfes braune Haare. Ich glaube, wenn man Angst vor einer Niederlage hat, dann verliert man auch. Stimme ich schon zu, aber wenn man einen Pokémon auf Level 100 hat und der Gegner, sage ich mal, eins auf Level 30, kann man ja nicht wirklich verlieren. Die Trainer auf dem Radweg haben Level 14 bis 16, aber der hat zwei Volteballs auf Level 6. Ich glaube, die Person, die für die Level zuständig war, war hier wohl gerade sehr übermüdet. Der will im Kampfcamp teilnehmen, aber will sich davor lieber noch ein paar Pokémon fangen. Aber im Kampfcamp gibt man seine eigenen Pokémon ab und leiht sich ein paar Pokémon aus. In Kristall wurde hinzugefügt, dass man auch gleich 500 Münzen mit einmal kriegen konnte. Ein klein wenig schade, dass es hier nicht noch erweitert wurde. Wie zum Beispiel, dass man 1000, 2000 oder 3000 Münzen gleich auf einen Schlag kriegen könnte. TMs kann man hier auch wieder eintauschen, aber es steht wieder nicht da, um welche TM es sich handelt. Das heißt, davor speichern, kaufen und Game wieder neu starten. Natürlich, Leute, die sich mehr mit Pokémon auskennen, wissen, welche TMs das sind. Das sind halt Doppelteam, Psychokinese, Flammenwurf, Donnerblitz und Eisstrahl. Aber nicht jeder kann es wissen, um welche TM es sich handelt. Halt die Leute zum Beispiel, die sich mit Pokémon jetzt nicht so gut auskennen. Anstatt Münzen gegen ein Pokémon einzutauschen, kann man hier nun Pokémon-Puppen eintauschen. Ein klein wenig schade, dass sie hier nicht einfach noch einen dritten Schalter hinzugefügt haben. Der Trainerberg. Etwas, das ich damals schon recht gerne gemacht habe. Was aber etwas doof ist, dass man ihn wirklich erst nach der Top 4 machen kann. Wozu steht er denn hier, wenn man ihn erst so spät machen kann? Wieso steht er denn nicht einfach in der Kampfzone zum Beispiel? Die kommt ja auch erst nach der Top 4. Mediti und die Attacke Scanner. Ich glaube, jeder von euch hasst diese Combo wie sonst etwas. Die Arena stellt ja eine Knobelaufgabe. Nun ja, das ist schon sehr einfach. Wäre etwas besser gewesen, wenn das Arena-Rätsel zumindest ein bisschen minimal schwer wäre. Na, dies ist ja eine Elektro-Arena, aber wieso hat der Trainer dann hier einen Schluckpuck? Das passt gar nicht rein. Genauso wie halt auch Mediti. Oder dieser Arena-Trainer mit Käferpuck. Pokémon, der passt hier halt auch überhaupt gar nicht in diese Arena rein. Walter sagt, du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Die kann man alle auf einmal sehen. Noch sind sie unsichtbar. Arenaleiter Walter hatte ein Max-Level von 24 und die Trainer, die nach ihm kommen, haben erst gerade mal Level 17 bis 19. Zumindest Level 20 bis 22 hätten die doch ruhig haben können. Die würde am liebsten nochmal gegen mich kämpfen. Wenn sie so einen Satz schon sagt, wieso kriege ich dann nicht ihre Nummer für meinen Porkenauf? Wieso ist eigentlich dieser Zerschneiderbusch dort? Man kommt doch auch so zum Haus, ohne großartig halt einen Umweg machen zu müssen. Oh, deine Pokémon machen den Eindruck ernsthafter Schauspieler. Ihr wisst, was kommt. Sie sind alle noch in den Pokébällen. Sie kann es doch gar nicht sehen. Und was für ernsthafte Schauspieler? Hä? Wie man sieht, ist das ganze Gras voller Asche. Wieso die Bäume aber nicht auch? Das hätte echt gepasst, wenn sie dieselbe Farbe hätten wie das Gras. Der hat seine Pokémon gerade erst gefangen, wie er sagt. Hat dann aber einen Stolunio, das man hier halt auf dieser Route nicht fangen kann. Das fängt man halt in der Höhle von Faustauhafen. Danke, dass du mich gefunden hast. Ich hab dich doch gar nicht gefunden. Du bist von selbst aus deinem Versteck gekommen. Der hat ein Ninjask Level 18, aber ein Kader entwickelt sich erst auf Level 20. Verratet mir doch endlich mal das Geheimnis, wie eure Pokémon so früh entwickelt. Das Schild gibt uns den Tipp, dass man seine Basis-Items auf Select legen kann. So ein Schild sollte auf der zweiten oder dritten Route stehen, aber ich finde, das kommt hier schon ein klein wenig spät. Die sagt, ihr hat das Pokémon-Lagerungssystem entwickelt. Das stimmt halt überhaupt gar nicht. Das hat Bilder gefunden, die man in Rot, Gelb und Blau trifft. Ich habe ein Nugget gefunden. Ich werde es wohl verkaufen. Was soll ich sonst damit machen? Wie wäre es, wenn du es mir schenken würdest? Das wäre sehr, sehr nett von dir. Wer hat dir alles über Pokémon beigebracht? Würde so ein Spruch nicht mehr Sinn machen nach einem Kampf? Wieso gibt es eigentlich diese Stufe für diese vier Felder dort oben? Hier ist nicht einmal ein unsichtbares Item oder so versteckt. Jetzt mal ernsthaft, wie ist es eigentlich möglich, dass hier Meteoritenkrater sind? Ich bin noch in einer Höhle. Es ist überhaupt gar nicht möglich, dass die hier sind. Adrian, sein Pfiffchen gegen drei Stück auf einmal. Aber müsste der nicht eigentlich einen Magnaion haben als Boss? Wenn man hier in Pokémon Saphir gegen ihn kämpft, hat er auch eines. Und wenn man hier gegen Mark kämpft, dann hat er halt auch eines im Kampf. Wenn das Ding mehr Land schafft, dann
Ach komm schon, das Ding hat einen Namen und zwar Groudon. Aber okay, der Name sollte hier halt noch geheim bleiben. Darum drücke ich mal beide Augen zu, aber erwähnen muss ich es trotzdem einfach. Es ist ja hier eigentlich auch die Smaragd-Edition und Rubin und Saphir sind doch schon rausgekommen und da hat man ja halt schon Groudon und Kyokre gesehen. Irgendwie komisch, dass Team Magmas Anführer Mark nur einen Zubat in seinem Team hat. Es ist Level 24, es wäre auf Level 22 schon längst ein Golbat. Ich, Mark, wurde ganz hinterhältig besiegt. Nein, ich habe dich fair und ehrlich besiegt. Nimm es wie ein Mann. Mein Fahrrad hat mich durchgeschüttelt. Mein Hintern tut richtig weh. Wenn er so weh tut, steig doch von deinem Fahrrad mal lieber ab. Der Steilpass ist sehr schwer zu Fuß zu meistern. Eher unmöglich, weil ohne das Kunstfahrrad kommt man hier gar nicht drauf. Ich kann immer wieder rein und rausgehen. Allein einmal darin eingebuddelt zu werden, dauert schon ein wenig. Ja, auf Feuer-Pokémon sind Wasserattacken effektiv, aber Boden- und Gesteinattacken auch. Gib mir diesen Tipp doch auch mal lieber Hilfe. Kann dein Pokémon 200 Grad aushalten, das kann wohl keines, wenn es nicht den Typ Feuer hat oder kein legendäres Pokémon ist. Die Temperatur von Magma beträgt über 200 Grad. Sie kann sogar über 1000 Grad heiß werden. Da hat wohl einer nicht ganz so viel Ahnung. Wieso hat diese Arena-Trainerin in der Feuerarena ein Medity schon wieder? Das ist vom Typ Kampf-Psycho. Das ist nicht Feuer. Arena-Leiterin Flavia mit ihren feuerroten Haaren. Hier haben sie mehr die Farbe von Orange. Selbst das Oberteil von Maike hat mehr Rot als Flavias Haare. Hier trifft man wieder seinen Rivalen, aber es ist schon ein klein wenig schade, dass er keinen Kampf will. Für die Wüste kriegt man ein Wüstenglas, also eine Schutzbrille für die Augen. Schade, dass unsere kleine Pixelfigur nicht auch eine trägt. Der sagt, du bekommst ein Sandwich von mir, wenn du verlierst. Sollte es nicht eher heißen, ich bekomme ein Sandwich von dir, wenn ich gewinne? Zu schade, der Beutel ist voll. In Gen 3 wurde er natürlich um einiges größer gemacht, aber leider wohl nicht groß genug. Dem Gegner mit einer Attacke zuvorkommen, damit meint er Attacken wie Ruckzuckhieb oder ähnliches. Attacken und als der Kampf beginnt, nutzt er so eine Attacke am Ende überhaupt gar nicht. Ich habe zwar schon einen Trainer mit Sengo besiegt, aber hier ist es mir erst aufgefallen. Sengos Klauen sind hier lila. Eigentlich sind sie grau oder auch schwarz. Unser Vater setzt die Pokémon Pendia, Geradax, Muntir und Letarking ein. Das Geradax ist sicher das Zigzag, das er Heiko am Anfang gegeben hat, aber das Pendia hätte, finde ich, ein Bummelt sein sollen, weil das hat Norman auch im Anime gehabt. Klar, man kann jetzt sagen, das sollte ein fünfter Arenaleiter nicht mehr im Team haben, aber Jens als vierter Arenaleiter hatte auch noch einen Nebulak in sein Team, weil er halt das in Anime hatte. Und so hätte es bei Bummels genauso gepasst, weil Norman das halt auch im Anime in sein Team hatte. Die kurze Strecke kann man doch auch schwimmen. Damit meint er, dass ich hier Surfer einsetze. Aber wie schon im Kristallvideo gesagt, kann man hier nicht schwimmen, weil die Entwickler es halt einfach nicht wollen. Wieso haben die beiden Schwimmer hier eigentlich so niedrige Level? Ich meine, Level 15, ich kann hier erst hin, wenn ich Surfer habe und das kann ich erst mit 5 Ohren außerhalb eines Kampfes einsetzen. Dein Beutel ist mit mehr Mist gefüllt, als ich tragen könnte. Woher will die wissen, was ich in meinem Beutel habe? Tränke und Hall-Items, die ich darin habe, sind auch kein Mist, sondern sehr nützlich. Ihr seht hier links das kleine Kind, oder? Die sagt dann, was macht denn das Kind hier? Hallo? Da steht doch noch eins. Ich weiß, ihr seid nur Rüpel, aber entwickelt doch eure Pokémon. Das Zubat wäre doch schon längst ein Golbat. Nebenbei, das Pfiffchen Level 27 wäre auf Level 18 schon längst ein Magnet. Nein. Ein Kind hat unsere Pläne durchkreuzt. Also, ich bin hier noch nicht fertig mit euch. Also, kann ich das noch gar nicht. Eigentlich wollte ich zu den Sprite-Figuren nichts mehr sagen, aber bei ihr muss ich es einfach. Sie hat, wie man sieht, lila Haare und wenn der Kampf beginnt, sind es lange, lockige, orange Haare. Sie kam ja damals auch im Anime vor. Da hätte man ihren Sprite auch originalgetreu halten können. Zumindest für Smaragd hätte man diesen Sprite verbessern können. Wieso sollte unser Rivale eigentlich wütend und voller Zorn sein, nur weil er gegen uns verloren hat? Er hat nie den großen Eindruck gemacht, dass er ein schlechter Verlierer ist. In einer Geheimbasis können bis zu 16 Sachen aufgestellt werden, aber warum nur 16? Warum gibt es dazu eine Begrenzung? Für die Leute, die gerne ihre Geheimbasis eingerichtet haben, ich gehöre auch dazu, ich habe das damals sehr gerne gemacht, ist das halt schon echt extrem doof. Superschutz ist besser als Schutz und wie sie sagt, sogar viel besser. Es hält doppelt so lange, aber viel besser würde ich eher Topschutz bezeichnen. Der erklärte uns vom Porkenarf den Trainer. Wozu das? Wir wissen das zu dieser Zeit doch eigentlich schon längst. Diese Arena-Trainerin hat 3 Warplus. Etwas Vielfalt schadet doch nicht, weil dreimal dasselbe Pokémon, das muss doch einfach nicht sein. Wipke hat die Pokémon Warblu, Tropius, Pilippa, Panzeron und Altaria, aber was ist mit ihrem Schwalboss, das im Anime ja sogar noch ein Shiny war? Dass sie das selbst in Smaragd nicht hat, ist für mich schon ein großer Fehler. Das hätte sie statt Warblu haben sollen oder er müssen. Das
ist ja nicht gerade das stärkste Pokémon unbedingt. Ich hatte es nicht mehr genau in Erinnerung gehabt, darum habe ich kurz nachgeschaut, aber sie hatte Schwalbos sogar in Rubin und Saphir gehabt. Selbst bei den Rückkämpfen hat sie kein Schwalbos in ihrem Team, das ist schon etwas traurig und echt ein sehr großer Fehler in meinen Augen, dass sie nicht ihr Shiny Schwalbos hat. Das Bildnis einer hübschen, lächelnden Frau mit einem Pokémon auf dem Schoß. Das Pokémon erkennt man, aber das sitzt bei der Frau nicht auf dem Schoß, sondern es sitzt auf dem Gras. Pflanzen-Pokémon, die sich in Winde wiegen. Ich erkenne auf dem Bild nicht ein einziges Pokémon. Das Bildnis eines legendären Pokémon aus längst vergangener Zeit. Ich glaube, dieses Pokémon, was man da sieht, gibt es bis heute noch gar nicht. Dann komme ich mal zum Rivalenkampf oder besser gesagt, den letzten Rivalenkampf. Ich fand es leider immer extrem schade, dass man hier das letzte Mal gegen ihn kämpft. Oder halt gegen sie das letzte Mal kämpft, wenn man halt den Jungen als Spieler auswählt. Klar, es gibt noch Heiko als Rivalen, aber gegen ihn hätte ich gerne noch ein paar Kämpfe mehr gehabt und ist daher in meinen Augen ein großer Fehler, dass das hier einfach der letzte Kampf gegen ihn ist. Sein zweites Pokémon ist Schneckmack. Klar, Makago kriegt man erst mit Level 38, aber andere Trainer konnten ihre Pokémon doch auch schon früher entwickeln. Das ist aber noch nicht das Schlimmste, dazu komme ich nämlich jetzt. Sein Starter ist hier nicht voll entwickelt. Wenn es jetzt nicht der letzte Kampf wäre, dann wäre es jetzt auch nicht so schlimm, aber es ist nun mal der letzte Kampf gegen ihn. Dass sie ihn einfach nicht mal in Smaragd ihm die Endstufe gegeben haben. Ich denke, als Smaragd noch in der Entwicklung war, sind sie bei seinem finalen Kampf einfach nicht nochmal drüber gegangen und haben nachgeschaut. Tja, das ist falsch. In Smaragd ist sein Team tatsächlich nochmal anders als in Rubin und Saphir. Also, sie sind nochmal drüber gegangen und haben es überarbeitet. Aber seinem Starter 2 Level mehr zu geben, das war wohl echt nicht drin. Ich weiß, ich rege mich jetzt hier etwas sehr auf, aber ich finde halt einfach zu Recht. Aber immerhin haben sie es bei den Remakes Omega Rubin und Alpha Saphir richtig gemacht. Welcher Vorsprung eigentlich? Du bist zwar schon länger ein Trainer, aber dein Starter war bei unserem ersten Kampf nur auf Level 5. Da bringt dir der Vorsprung auch absolut gar nichts. Wie in Gen 1 und auch 2 ist es bei Gen 3 leider nicht anders. Wenn man eine TM kaufen will, steht nicht daneben, um welche es sich handelt. Klar, aus der Beschreibung kann man schon erahnen, um welche es sich handelt, aber der Name wäre mir doch dann lieber gewesen. Ich bin noch zu klein, um Pokémon aufzuziehen. Also, ich habe schon Trainer gesehen und auch gegen sie gekämpft, die genauso alt waren wie du. Der gleiche Fehler wie bei Kristall. Ich bin noch nicht so weit oben, dass man die Stadt nicht mehr erkennt. Oh, ich bin am Verdursten. Da oben stehen zwei Getränkeautomaten. Kauf dir etwas oder geh einfach nach Hause. Ich habe extra mal nachgeschaut, weil ich mir echt nicht sicher war, aber Shuppet hat keine grünen Augen. Hier auch mal wieder eingeblendet. Owei, Owei. Also Owei hat er nicht gehabt, sondern ein Rihorn. Ich weiß, der Witz ist nicht der beste, aber komm schon. Wenn der Witz als Vorlage gegeben wird, muss ich ihn noch ein klein wenig nutzen. Nein! Ich habe meine Intelligenz verloren. Die haben den armen Kerl echt so einen Text gegeben, der tut ja einen schon fast leid. Pokémon werden bald nichts Besonderes mehr sein. Das war die dritte Gen und inzwischen ist schon die 10. Gen in Arbeit. Sehr schlecht gealtert. Wenn ich nicht besser werde, wird mein Lehrer, der hier ruht, keine Ruhe finden. Er sagt, dass er hier ruht, aber das hier ist ein Friedhof für Pokémon und nicht für Menschen. Das Versteck von Team Magma und Rüpel haben hier nur ein Level von 29. Das ist schon etwas wenig. Nein, es ist absolut erbärmlich. Nicht zu vergessen, nicht einmal entwickelte Pokémon haben einige. Nicht alle, aber einige Rüpel haben ihre Pokémon einfach immer noch nicht entwickelt. Ich hasse Hitze. Ich hätte mich lieber Team Aqua anschließen sollen. Das merkst du aber echt früh. Und dass deine Kollegin neben uns steht und das hört, ist ja wohl gar nicht schlimm, oder? Das fand ich immer sehr komisch. Vielleicht der ein oder andere von euch auch. Und zwar, Mark setzt die blaue Kugel für Groudon ein und Adrian die rote Kugel für Kyokre. Warum wird die rote Kugel nicht für Groudon und die blaue Kugel für Kyokre verwendet? Das würde doch halt viel mehr Sinn machen. Einer der letzten Kämpfe gegen Team Magma-Anführer Mark, der nur 3 Pokémon hat. 5 oder zumindest 4 hätten sie ihm doch geben können. Nur 3 finde ich halt einfach echt zu wenig. Und es gibt ja doch auch noch andere Feuer-Pokémon, die er in seinem Team hätte haben können. Wie kann eigentlich ein Verbrecherboss ein X-Bat haben, das sich nur durch Zuneigung entwickelt? Das fand ich halt immer schon ein wenig seltsam. Der benutzt echt noch Supertrank. Hier hätte er doch schon längst Hypertrank einsetzen können. Der hat doch schon fast Level 40 Pokémon. Die springen ins Wasser und das U-Boot fährt gleich los. So schnell kann man doch gar nicht einsteigen. Es hätte wirklich so 2-3 Sekunden warten sollen, bevor es losfährt. Wenn du hier weiter herumschleißt, schnapp dich Team Aqua. Du bist doch von Team Aqua. Schnapp du mich doch. Oder gehörst du Team Aqua in Wirklichkeit gar nicht an und bist eine Geheimagentin? Ich glaube nicht. Wenn man das Geheimversteck von Team Aqua mit Team Magma vergleicht, ist das Team Magma-Versteck bestimmt doppelt bis dreimal so groß. Das ist schon ein klein wenig unfair. Ich bin zwar geil,
ganz klar mehr der Team Magma-Fan, aber das ist echt nicht gerecht. Ach ja, schreibt doch mal gerne in die Kommentare, welches Team ihr mehr mögt, Team Aqua oder Team Magma. Die siebte Arena hat aus meiner Sicht ein komplettes Downgrade bekommen in Smaragd. Hier mal eingeblendet, wie sie in Rubin und Saphir ausgesehen hat. Ich verstehe nicht, wie man so ein nices Design zu diesem hier verändern konnte. Das hatte doch einfach noch so nice Rätsel und jetzt... Naja, für mich leider einer der größten Fehler, wie ich finde. Das Design wurde einfach zu sehr abgeändert. Das Design halt von Rubin und Saphir sah halt einfach tausendmal nicer aus. Der ein oder andere sagt jetzt bestimmt, das ist doch nur persönlicher Geschmack, aber nein, ich sehe es persönlich nicht so. Das Design ist halt einfach ein komplettes Downgrade. Schreibt dazu auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, weil das würde mich auch wie immer sehr interessieren, wie ihr darüber denkt. Diese Trainerin hat ein Nato, aber eine andere Trainerin in der Arena, gegen die man sogar zuvor noch kämpfen muss, hat ein Xatu. Sollte man dann lieber nicht zuerst gegen sie kämpfen? Das würde doch halt viel mehr Sinn machen. Du magst ja stark sein, aber mit Psycho-Pokémon kommst du nicht zurecht. Ich frage mich, ob sie das auch sagen würde, wenn ich sie mit einem Psycho-Pokémon besiegt hätte. Bei Ben und Svenja sehe ich nur einen kleinen Fehler, und zwar ihre Haarfarbe. Im Anime haben sie dunkelblaue gehabt. Team Magma-Rüpel im Raumfahrtzentrum. Da kämpft man ja erst nach dem siebten Orden, und dann gibt es hier wieder welche, die Zubat und Vivien Level 31 haben. Bei solchen Gegnern ist es doch halt einfach unmöglich, dass man verlieren kann. Es sind hier an der Stelle natürlich nur Rüpel, aber komm schon, mach die doch ein bisschen stärker. So kann man halt einfach gar nicht verlieren. Man kommt die Treppe hoch und da passen ein 3 Rüpel ab, die man nacheinander besiegen muss. Das ist schon ein ganz klein wenig unnötig und zieht das künstlich in die Länge, das Game. Garados kann Drachentanz erlernen. Etwas fehlt da doch. Ach ja, richtig, sein Drachentyp, den es einfach nicht hat. Selbst seine Mega-Entwicklung hat den Typ Unlicht bekommen. WTF, was soll das? Wir unter Wasser. Ist das nicht schön? Aber wie kann ich eigentlich so lange die Luft anhalten? Ein Wasser-Pokémon bin ich nicht und ein Atemgerät trage ich auch nicht. Jetzt kommt für mich wieder ein größerer Fehler, der in Smaragd gemacht wurde. Hier kämpfen wir gegen Aquaboss Atrian, den ersten und auch einzigen Kampf. Gegen Magma-Anführer Mark kämpft man insgesamt 3-mal. Das ist schon ziemlich unfair, muss ich sagen. Gerade die Leute, die Team Aqua mehr mögen, für die ist es sicher besonders schade gewesen, dass man gegen Atrian halt nur ein einziges Mal kämpft im Game. Bei Aquaboss Atrian ist es leider so wie bei Magma-Anführer Mark, dass er echt nur 3 Pokémon im Team hat. Das ist halt leider einfach zu wenig. Wie konnte Troy eigentlich vor mir landen? Man kann doch eigentlich immer nur vor einem Pokémon-Center landen. Ihihihi, ich bin eine Meerjungfrau. Dass den Schwimmern das Wetter gar nicht interessiert, das durch Groudon und Kyoko verursacht wird. Ich bin unter Wasser und setze hier meinen Logok ein. Wie kann es atmen? Und müsste es durch das viele Wasser nicht instant besiegt sein? Dann komme ich mal zu Rayquaza. Hierbei ist es nun Ansichtssache, ob man das als Fehler sieht oder nicht, aber ich will es trotzdem einfach hier mal mit reinnehmen. Nachdem es Groudon und Kyokre beruhigt hat, kann man zum Himmelsturm zurückkehren und es fangen, und das bevor man halt den 8. Orden macht. Wenn man es fängt, ist der Orden und auch die Top 4 schon sehr einfach oder auch fast schon geschenkt, da Rayquaza halt einfach so mächtig ist. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn man es erst nach der Top 4 hätte fangen können, so wie es halt beim Mewtwo damals war. Mal ernsthaft, wieso sollte ich grimmig schauen, ich mache euch alle ohne Probleme platt. Arenaleiter Yuan hat die Pokémon Libiscus, Velsa, Sejong, Krebotak und Setraking. Das ist schon ein nettes Team. Aber im Anime hat er auch noch einen Goldking und vor allem Milotic noch gehabt. Oder Milotic, aber ich persönlich sage einfach immer Milotic. Einige Arena-Trainer setzen hier sogar Barschwa ein, was es halt einfach noch bitterer macht, dass Yuan kein Milotic einsetzt. Und auch war es im Anime der Fall, dass es ab der zweiten Hälfte ein Doppelkampf gewesen ist. Wieso stehen diese drei Bäume eigentlich vor der Tür? Hat das einen Grund? Kommt man da erst später hoch oder war das ein kleiner Fehler der Entwickler? Ich dachte, ich schaue nicht richtig. Garados kann die Attacke Schockwelle nicht erlernen, aber Wingull schon. WTF, wo ist da die Logik? Was verstehe ich da nicht? Mark und Atrian bringen hier die Kugeln zurück, aber irgendwas Besonderes passiert hier gar nicht weiter. Klar, man kann es als Bonusszene sehen, aber zumindest eine TM oder so hätte man von beiden erhalten können. Es gibt keinen stärkeren Trainer als mich. Hast du noch nie etwas von den Arenaleitern, die Top 4 oder den Champ gehört? Nun kommen wir zu Heiko, dem wir im Gegensatz zu Rubin und Saphir am Anfang der Siegestraße begegnen. Das letzte Mal haben wir gegen ihn in Malvenfroh City gekämpft. Bis hierhin hätte man ruhig noch 2 oder 3 Mal auf ihn treffen und kämpfen können. Der erste und zweite Kampf sind leider schon sehr weit auseinander, meiner Meinung nach. Auch hat er im Gegensatz zu unseren Rivalen keine eigene Kampfmusik, was halt leider auch sehr schade ist. Dadurch, dass eben der letzte Kampf schon sehr lange her ist, hat er hier schon einen Gardevoir, und sein Kirlia haben wir somit nie gesehen. Felicia ist nebenbei immer noch dabei, ihre Arena von unserem
eurem ersten Kampf wieder aufzuräumen. Wie lange braucht die Gute denn bitte? Das letzte Stück der Siegestraße zieht sich wie Kaugummi. Aber da vorne ist doch der Ausgang. Du musst doch nur noch ein paar Schritte nach oben gehen. Mehr nicht? Nun komme ich mal zu der Top 4. In Rubin und Saphir gab es da leider keine Wii-Matches. Danach kam Blattgrün und Feuerrot raus, wo es dann Top 4 Wii-Matches gab, die sehr nice waren. Und danach kam dann die Smaragd-Edition raus und hier wurden dann Arena-Wii-Matches hinzugefügt. Ihr wisst sicher schon längst, was ich meine. In Smaragd gibt es einfach keine Top 4 Wii-Matches, was einer der größten Fehler in Smaragd für mich persönlich ist. Als ich damals Blattgrün gezockt habe, fand ich es so unglaublich nice, dass die Top 4 dann später sogar noch stärker wurde. Und als ich dann Smaragd gezockt habe und dann auf die Top 4 Wii-Matches dort gehofft habe, gab es die einfach nicht. Das hat mich einfach so unglaublich enttäuscht. Die Top 4 ist ja sogar ein klein wenig anders, aber Wii-Matches haben die dann doch vergessen. Ich verstehe es bis heute einfach absolut nicht. Antonia von den Top 4 hat zwei Zwirklops. In Gen 3 gab es doch aber schon genug Geist-Pokémon, da musste sie doch nicht zweimal das gleiche Pokémon haben. Ach ja, und Banette hat sie auch zweimal. Ihr Team ist schon ein klein wenig einfallslos. Das muss man halt einfach ehrlich zugeben. Bei Frosina ist es sogar noch schlimmer. Sie hat zwei Seejungs und zwei Phönontors. Und ihr Valreiser ist ja auch einfach nur die Weiterentwicklung von Seejung. Es gab doch bis dorthin schon einige Eis-Pokémon, die man ihr doch hätte geben können. Nun kommen wir zu Champ Vasili. Ja, Troy ist hier nicht mehr der Champ. Das hat mich damals, als ich zum ersten Mal gegen ihn gekämpft habe, sehr gestört, dass nicht mehr Troy der Champ war. Ich dachte einfach nur, wieso konnte der Kerl nicht einfach der 8. Arena-Leiter bleiben und Troy der Champ. In den Meteorfällen gibt es Troy natürlich noch als Gegner und er ist sogar stärker als in Rubin und Saphir. Aber ich habe damals, obwohl ich 460 oder 560 Spielstunden gespielt habe, glaube ich nicht einmal gegen ihn gekämpft, da ich einfach nicht wusste, dass er dort überhaupt zu finden ist. War das bei dem einen oder anderen vielleicht auch der Fall, dass ihr erst später herausgefunden habt, dass man Troy in den Meteorfällen findet? Komm schon, ich kann doch nicht wirklich der Einzige sein. Hier kann man sich entscheiden, ob man Latias oder Latios gesehen hat. Ein klein wenig schade, dass es in Smaragd nicht so gemacht wurde, dass man beide fangen kann. In Smaragd wurde es ja auch so gemacht, dass man Groudon und Kyogre fangen kann und so hätte man das auch bei Latias und Latios machen können, dass man beide fangen kann. Dann kommen wir zum Abschluss noch zu der Kampfzone. Zu der habe ich auch mal ein Video gemacht, warum ich die einfach nicht mag. Könnt ihr euch ja sehr gerne gleich anschauen, wenn ihr wollt. Bis heute mag ich die Kampfzone immer noch gar nicht und hat meiner Ansicht nach sehr viele Fehler. Erstmal finde ich es sehr schade, dass sie nicht wie im Anime schon fast eine eigene Region ist. Der nächste Punkt ist, man muss sehr oft gewinnen, bevor überhaupt eine Kampfkoryphäe kommt, gegen die man kämpfen kann. Zum Beispiel die Kampfpyramide muss man dreimal schaffen und erst beim dritten Mal kann man gegen die Kampfkoryphäe kämpfen. Da hatte ich leider bei der dritten Runde mal einen Ninjatom als Gegner und konnte echt nichts machen. Ich hatte extremes Pech, weil wenn man verliert, muss man ja, soweit ich mich erinnere, alles von vorne machen. Dann werden die eigenen Pokémon runtergesetzt auf Level 50, dann darf man keine Legis mitnehmen, wie Groudon, Kyogre oder Rayquaza, was ich extrem gehasst habe, und man darf keine Items in Kämpfen benutzen. Ich hätte es so viel besser gefunden, wenn sie einfach wie Arena-Leiter wären und ihr festes Team hätten und halt einfach ganz normal ihr Level hätten. Manche mögen natürlich diese Art Herausforderung, aber nicht alle. Ich gehöre dazu, dass ich die überhaupt gar nicht mag. Kann natürlich jeder so sehen, wie er will, aber ich mag die Kampfzone in Smaragd leider gar nicht und war für mich immer eine riesengroße Enttäuschung. Und so wie die Kampfzone aufgebaut ist in Smaragd, ist die für mich persönlich ein absolut riesengroßer Fehler. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. Wie im Video gesagt, würde ich mich extrem über einen Daumen nach oben freuen. Ein Kommentar für den Algorithmus wäre auch wie immer sehr nett. Für die Leute, die noch nicht abonniert haben, abonniert doch gerne. Und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen weiteren Tag. Bye, Leute!